herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog, Freunde. Ich habe so lange nicht mehr mit dieser Kamera gefilmt, weil Fabio die ganze Zeit braucht, dann dachte ich mir, komm, film's mal wenigstens mit der GoPro. Aber diese Qualität ist halt einfach next level, deswegen eigentlich ist es schon nice, damit der zu filmen. Ich versuche die jetzt wieder mehr an mich zu reißen. ja, auf jeden Fall, ihr seht, ich bin sehr fertig gemacht. Ich habe hier auch noch ein paar Klamotten, denn ich versuche jetzt ein bisschen Bilder zu machen mit meiner Schwester. Ich hole die jetzt von der Schule ab und dann hilft die Maus mir. Sisters for life. Ich melde mich wieder aus dem Auto, aber an einem anderen Tag. Ich war gestern mit meiner Familie bzw. meiner Mama meiner Schwester Content machen. Sie hat das so gut gemacht. Wirklich, die Fotos sind richtig krass geworden. Vor allem war das Wetter auch perfekt. Also genau in der Zeit, wo wir Content gemacht haben, hat die Sonne voll schön geschienen. So. Also ja, ich muss die Bilder noch ein bisschen sortieren und bearbeiten. Ich war gerade kurz bei Sari, musste ein paar Sachen abholen, die ich für sie verschicken muss. Und habe ansonsten bis jetzt ein bisschen gearbeitet. Ich muss aber jetzt ganz dringend zum DM. Ich wollte euch mitnehmen, weil ich wollte mir zwei, drei neue Sachen holen zum Ausprobieren, auch für TikTok. Und ich habe ja auch ein Gewinnspiel gehabt jetzt an Ostern. Habe gestern die drei Gewinner bzw. vier Gewinnerinnen ausgelost und wollte noch ein paar Kleinigkeiten für holen. Weil ich auch gerne mal zeigen, was ich in die Pakete tue. Ich wollte das aber erst machen, wenn die Mädels das haben, damit es halt für die Mädels noch eine Überraschung ist. Und ja, ansonsten habe ich heute einiges geplant. Ich wollte gleich ein Haul abdrehen, weil ich habe bei Trendyol zum ersten Mal bestellt und die Sachen sind echt richtig schön, deswegen wollte ich mein Haul abdrehen. Ja, that's the plan erstmal für heute. Und sag mal, was ihr besser findet, mit der Kamera zu filmen oder mit der GoPro. GoPro ist halt so ein bisschen mehr vlogmäßig, aber die hier hat halt eine viel geilere Qualität, ne? So Leute, ich bin jetzt hier bei Maybelline und das sind einfach meine Lieblings-Lip-Liner. Einmal die Farbe New Seduction und ich glaube hier und Almond Rose sind meine Faves. Ich habe direkt mal zwei neue für mich mitgenommen. Und für euch. Leute, die liebe ich ja auch. Ich habe ja den hier. Ich habe den jetzt auch noch für ein Paket mitgenommen. Und noch den hier eingepackt. Ich will mal die Farbe ausprobieren. Ich habe richtig viel geschafft. Ich hatte mir heute vorgenommen, sehr viel Content umzusetzen und meine ganzen To-Dos abzuarbeiten. Und das hat auch voll gut geklappt. Ich habe unter anderem diesen Make-up-Look geschminkt. Ich finde ihn richtig schön. Ich liebe momentan auch Lidschatten zu benutzen, also bunten Lidschatten zu benutzen. Ich habe heute mal Orangene benutzt und ich finde es richtig cute. Und ja, ich filme halt voll viel für Instagram mit und versuche da viel hochzuladen und auch auf TikTok und so aktiver zu sein. Also, falls ihr mir da noch nicht folgt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Mich freut das auch voll, mir schreiben richtig viele, dass man voll merkt, dass ich jetzt halt so mehr Gas gebe und dass es mir auch besser geht und so. Und das ist auch echt so. Also, ich habe richtig viel Spaß und vor allem früher, als ich so von der Arbeit gekommen bin, dachte ich mir, Gott, was soll ich jetzt noch zeigen und so. Es hat mir an sich Spaß gemacht, aber was mich unter Druck gesetzt hat, ist halt, dass ich keine Zeit hatte dafür so richtig und halt immer voll kaputt und müde war und so. Und jetzt freut mich das halt voll, dass ich so Zeit für Instagram und so habe. Ich schmink mich jetzt auf jeden Fall ab. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich beim DM heute gekauft habe. Und zwar einmal diese Duschgele hier. Ich habe schon auf TikTok erzählt, dass ich diesen Duft hier einfach über alles liebe. Der riecht so geil. Boah, wirklich, ich liebe den immer, wenn ich damit dusche. Meine Hände riechen den ganzen Abend danach noch. Ich denke mir so, oh mein Gott, was riecht hier so gut? Dann ist das immer dieses Duschgel. Und das kenne ich ja nicht, das habe ich jetzt einfach mal geholt. Das hat so auch ganz gut gerochen. Dann habe ich mir einfach, richtig eklig, aber so Hornhautrubbel geholt. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit sowas, aber ich gehe halt so alle zwei, drei Monate zur Pediküre. Und da benutzen die sowas immer, deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren, weil ich finde das irgendwie satisfying. Ich probiere momentan voll gerne neue Produkte aus, weil ich halt jetzt auch so das voll gerne nutze, um da TikToks zu drehen. Und ich habe letztens die Catrice Blushes ausprobiert. Ich den hier eigentlich eine andere Farbe und den mochte ich vorhin, habe mir noch den mitgenommen, den habe ich auch heute benutzt. Beim Make-up sieht das nicht mehr ganz so toll aus, aber ich musste gerade meinen Akku wechseln, der ist nämlich gerade leer gegangen. Ich habe mir halt neue Produkte geholt. Ich habe auch das Huda Beauty Puder geholt, was ich über alles liebe. Und halt dieser Duft. Ich habe jetzt gesehen bei irgendwann auf TikTok, dass es ein Parfüm gibt von Huda Beauty, was so riecht wie das Puder. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es das schon offiziell gibt, weil die Person, wo ich es gesehen habe, hatte das als PR-Paket zugeschickt bekommen. Falls ja, muss ich mir das holen, weil es riecht echt sehr, sehr lecker. Und was ich auch unbedingt testen wollte, das habe ich mir auch heute geholt. Ist auch von Catrice dieses Soft Glam Filter, weil voll viele versuchen jetzt gerade so Dupes oder so Alternativen zu finden zum Hollywood Flawless Filter, weil der so teuer ist. Und ich habe halt auch schon den Hello Glow getestet von e.l.f. Ich glaube, weil ich muss sagen, ich fand den Hollywood Flawless Filter halt ein bisschen besser. Ich habe das auf TikTok verglichen, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr möchtet. Ich das Gefühl hatte, der Glow ist schöner und das beim Hello Glow, das nur so Scheinpartikel sind, die so komisch reflektieren. Und ich habe halt beides in der Nummer 3 genommen, aber ich glaube, der Hello Glow ist ein bisschen heller. Und der ist halt deckender und deswegen
kam mir das so hell vor. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich noch von Catrice den genommen. Den wollte ich jetzt auch mal testen. Ja, auf jeden Fall habe ich momentan sehr viel Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren. Ich hatte heute auch geguckt, ob es das Eco-Gel, also mein Haargel hier, beim DM gibt, weil das soll in den DM reinkommen. Aber in meinem DM gab es das leider noch nicht. Ich habe hier eine ganz schwere Tüte mit den ganzen Verlosungssachen. Ich war ja am Anfang bei Sephora und Douglas und habe dann nach und nach noch ein paar Sachen bei DM geholt. Und habe jetzt heute noch ein paar Sachen auf Amazon bestellt. Also da ist einiges zusammengekommen. Und ich habe mir auch neue Sachen von Typology bestellt, weil die haben neue Produkte bekommen oder gelauncht. Und die wollte ich auch ausprobieren. Die werde ich dann auch im nächsten Video euch zeigen. Genau, auf jeden Fall schminke ich mich jetzt mal ab. Meine Augen tun langsam schon weh. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vor lang nicht mehr so mit euch hier gequatscht habe. Früher war ich halt so voll auf YouTube fixiert, weil mir das halt leichter gefallen ist. Ich halt immer nach der Arbeit dann so mal gefilmt habe und einfach Ende der Woche dann alles zusammengeschnitten habe am Wochenende, wenn ich halt nicht arbeiten musste. Und jetzt habe ich ja mehr Zeit und mache halt sehr viel für Instagram und schneide das den ganzen Tag über und so, dass ich das YouTube irgendwie so ein bisschen nach hinten rückt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist auch gar nicht meine Intention. Ich muss mich einfach nur ein bisschen daran gewöhnen. Aber während ich mich jetzt abschminke, habe ich ja so ein bisschen Zeit zu quatschen. Deswegen wollte ich es mal nutzen. Weil ich wollte mit euch über ein Thema reden. Und zwar hatte ich, also ich sag mal, letztes Jahr war für mich irgendwie so psychisch voll scheiße. Obwohl irgendwie nicht mal irgendwas krass Schlimmes oder so für mich passiert ist, sondern allgemein im letzten Jahr hat mich vieles extrem unter Druck gesetzt. Und ich habe einfach jetzt rückblickend gemerkt, dass ich einfach nur funktioniert habe, sage ich jetzt mal. Und in dem Moment habe ich das nicht so krass gesehen, aber ich habe mir halt gar keine Ruhe gegönnt. Und das habe ich natürlich auch krass an meinem Körper gemerkt, weil beim Rheuma, also natürlich allgemein, wenn man viel Stress hat und so, ist es ungesund. Aber gerade seitdem ich das im Rheuma habe, merke ich das halt voll, wenn ich zum Beispiel zu wenig Schlaf habe, wenn ich sehr gestresst bin, dass ich dann halt körperlich viel schlechter dran bin, also dass ich viel mehr Schmerzen habe und so. Und das wird halt gerade viel besser, weil es mir einfach psychisch halt besser geht, weil ich halt nicht mehr diesen Druck habe von letztem Jahr, den ich hatte. Und weil ich halt auch länger schlafen kann und so. Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt bis 12 Uhr ausschlafen will. Aber wenn es mir jetzt schlecht geht, dann kann ich mir die Zeit halt nehmen, weil die Arbeit, die ich jetzt halt habe bei Sarah, die kann ich mir halt relativ gut einfach selbst einteilen den Tag über und so anpassen, wie es mir halt geht. Deswegen habe ich ja auch unter anderem den Job wechseln wollen, weil ja einfach meine Gesundheit darunter gelitten hat. Und auf jeden Fall hatte ich halt letztes Jahr zwischendurch mal so Phasen, wo ich von heute auf morgen einfach ging es mir richtig schlecht, auch ohne dass irgendwie einen Grund dafür gab. Also es ist dann nichts an dem Tag passiert. Ich bin einfach manchmal morgens aufgewacht. Ich habe gemerkt, dieser Tag ist heute komisch und ich habe mich die ganze Zeit wie neben mir gefühlt. Also als wäre ich nicht in meinem eigenen Körper. Als ich nach Hause kam, habe ich gedacht, ist das heute alles wirklich passiert? Das war wie so ein Traum. Mir ging es richtig schlecht. Ich hatte einfach in mir negative Gefühle. Und dann habe ich ja jetzt den Job gewechselt. Ich habe in vielen Sachen versucht, mich halt mehr auf mich und meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich habe auch aufgehört, die Pille zu nehmen. Einfach, ich habe alle möglichen Sachen versucht zu vermeiden, wo ich mir dachte, das könnte dazu beitragen, dass es mir jetzt schlechter geht. Das hat ja auch voll gut geklappt. Also, wie gesagt, ich schreibe mir auch alle, dass man mir voll anmerkt, dass es mir jetzt so besser geht und so. Und das ist auch zu 100% so. Also, mir geht es wirklich viel, viel besser. Dann hatte ich auf einmal vorgestern wieder so einen Tag, wo ich aufgestanden bin, wo es mir auf einmal wieder so ging. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich hatte das voll lange nicht mehr. Und ich hatte auch keine Situation, die mich nochmal unter Druck gesetzt hat, sodass ich nachvollziehen hätte können, warum ich das habe. Aber ich finde das so krass und mich würde das voll interessieren, ob ihr das vielleicht kennt oder ob ihr das auch schon mal hattet, weil ich finde, das hat so ein bisschen was von so depressiven Episoden. Also so würde ich es jetzt vielleicht so ein bisschen beschreiben, weil ich habe ja keine Depression oder so, mir geht es ja eigentlich auch gut. Aber in dem Moment, das habe ich auch zu Fabio gesagt, weil ich lag dann den ganzen Tag im Bett und ich wollte gar nicht mehr raus. Ich war einfach neben mir, ich habe gar nicht reden wollen und das passt gar nicht zu mir, weil ich bin eigentlich jemand, wenn es mir schlecht geht, dann rede ich voll und vor allem mit Fabio, ich teile mich halt so voll mit, aber in dem Moment so, ich wollte gar nicht reden, dann Fabio mich halt abends gezwungen, mit ihm mal eine Runde spazieren zu gehen. Und egal, was ich gedacht habe, selbst wenn ich an positive Sachen gedacht habe oder zum Beispiel ein schöner Sonnenuntergang, wo ich eigentlich dann glücklich werde, es hat mich noch trauriger gemacht. Ich war den ganzen Tag kurz davor zu heulen. So, ich war so voll nach dem Wasser gebaut. Ja, dann war ich halt mit Fabio draußen. Und irgendwann konnte ich das dann nicht mehr so innehalten. Da musste ich halt unnormal heulen. Hab halt auch so zu Fabio in dem Moment gesagt, dass ich an dem Tag das Gefühl hatte, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben glücklich werde. Das war das Gefühl in mir. Und ich konnte ihm nicht sagen oder niemandem sagen,
woran das liegt. Ich wusste es nicht. Das hatte ich einmal so schlimm, auch letztes Jahr schon. Und danach halt nicht mehr so extrem, sondern immer so, dass ich mich einfach ein bisschen blöd gefühlt habe. Und ich hatte das vor 2 Tagen auf einmal wieder. Und am nächsten Tag, also da ging es mir auch nach dem Spazierengehen was besser. Und dann nach dem Schlafen am nächsten Tag ging es mir auch besser. War alles gut, jetzt auch alles gut. Und ich kann das jetzt auch gar nicht mehr so krass nachvollziehen, wieso ich mich so gefühlt habe oder dass ich mich so gefühlt habe. Und keine Ahnung, ich frage mich halt, was das ist. Ich finde es voll komisch, deswegen, ich erzähle euch das mal. Also zum einen, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht die Einzige bin, die mal sowas hat oder der es so geht. Falls ihr sowas auch habt, die euch nicht alleine fühlt, weil, wie ihr seht, es haben auch andere Menschen. Und weil es mich auch interessiert, ob ihr das auch habt in der Form und ob ihr wisst, woran das liegen könnte oder wie ihr damit umgeht oder so, weil ich weiß nicht, es ist einfach ganz, ganz komisch. Ja, das wollte ich euch mal erzählen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt oder ob ihr auch Erfahrungen mit so etwas habt. Ich hoffe natürlich nicht oder ich wünsche das keinem. Aber ja, falls doch und falls ihr offen seid, ihr könnt es ja auch anonym mir schreiben oder so. Ich würde es einfach nur interessieren. Jetzt sehe ich richtig komisch aus wie ein Panda, weil ich nur das abgeschminkt habe. Ich schminke jetzt mein Gesicht mal richtig ab im Badezimmer. Und dann mache ich meine weitere Skincare. Ich komme gleich wieder. So Leute, I'm back. Ich bin jetzt komplett abgeschminkt und sehe aus wie ein, ja, wie irgendwas Blasses. Ich benutze jetzt Tonic. Das ist noch so eins von meiner Arbeit mit Hyaluron und Aloe Vera. Ganz wichtig, Leute, in Tonic ist voll oft Alkohol. Achtet darauf, dass das nicht da dran ist, weil es trocknet eure Haut komplett aus. Voll viele wissen ja gar nicht, wofür das gut ist. Tonic ist eigentlich nur dazu da, um nach dem Gesicht waschen die Haut wieder zu neutralisieren, also den pH-Wert. Weil die Haut dann auch besser die Wirkstoffe aufnehmen kann, wenn ihr danach halt Serien oder Cremes auftragt. Und ich benutze eigentlich immer Hyaluronsäure, weil meine Haut ist ja sehr trocken. Ich habe letztens mal Vitamin C benutzt, aber meine Haut reagiert halt sehr empfindlich so auf Säuren, also so Retinol, Niacinamid, Vitamin C und so. Deswegen bei Hyaluron weiß ich halt, dass ich nie was falsch mache. Das ist auch für meine Arbeit. Das sind halt noch die Kabinengrößen, deswegen sind das nicht so Pipetten oder so, so wie man das kennt, sondern ja, so große Dinger. Sind immer fast leer, ich muss mir die bald nochmal bei meinen alten Arbeitskolleginnen nachbestellen. Auf jeden Fall nehmt eure Haut das jetzt viel besser auf, das Hyaluron, wenn ihr das Tonic vorher drauf getan habt. Und als kleiner Tipp, wenn ihr Tonics auf euer Gesicht macht und das Gesicht ist noch richtig nass und ihr zieht dann und ihr tragt dann Hyaluronsäure auf, dann kann das Hyaluron die Feuchtigkeit aus dem Tonic binden und auch noch mit in eure Haut bringen, weil Hyaluron hat halt die Eigenschaft, Feuchtigkeit zu binden. Dann habe ich auch noch in Kabinengröße die Creme hier. Aber die endet jetzt bald. Das sind wirklich noch die letzten Reste, die hier rauskommen. Aber wirklich, seitdem ich die Produkte benutze, ist meine Haut, also die war jetzt noch nie problematisch, aber seitdem hat sie nochmal mehr Glow-Up bekommen. Also ich habe wirklich nie mit Pickeln oder so zu tun. Das Einzige, was ich manchmal so ein bisschen habe, ist Rötung. Aber das jetzt auch nur kurz nach dem Abschminken. Das geht auch wieder weg. Und ich habe halt schneller mit Falten so zu tun. Und hier oben kommen wieder ein bisschen Schuppen wieder, aber das geht noch alles. Ansonsten ist meine Haut echt ganz supi. Aber ich habe wirklich nur eigentlich Probleme um meine Augenpartie rum. Also hier habe ich immer oft so Augenringe und empfindlich. Und hier kommt auch das ein bisschen wieder. Ich hatte das ja vor einem Dreivierteljahr, dann habe ich mir die Extensions gemacht, damit ich nicht so viel Schminke und am Auge rumreibe. Jetzt habe ich mir die abgemacht und schminke mich hier wieder viel mehr am Auge. Und deswegen kommt das jetzt langsam wieder. Da muss ich... Aber das brennt, muss ich halt so ein bisschen aufpassen. Guten Morgen, Freunde. Ich habe gerade einen kleinen Test durchzogen für Instagram. Und zwar habe ich diese Milch getestet von Dougie Bees. Sie hat die ja neu rausgebracht. Ich habe mir einmal die Barista-Version mitgenommen, weil ich das immer für meinen Kaffee benutze. Und einmal eine zuckerfreie, um beide zu probieren. Und hier steht auch Barista, perfekt schäumende Milch. Die schäumt einfach kein bisschen. Die war komplett flüssig. Wir benutzen ja immer unsere Milchabschäumer. Und die schäumt wirklich gar nicht. Also ich habe das ja noch in einer zuckerfreien Variante, ich wollte es mal ausprobieren. Aber richtig schade. Ich habe das gerade mal so probiert und an sich ist sie auch ganz lecker. Deswegen habe ich so 2 bis 3 von 10 gegeben. Aber wenn ich das für einen Kaffee benutzen wollte, ich weiß nicht, ob ich irgendwie hier Pech hatte oder so. Ich habe die auch, einmal war die warm, als ich benutze, und einmal habe ich diesen kalten Zustand benutzt. Deswegen kann es auch nicht daran liegen. Ich blick's nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist es richtig satisfying, wieder mit dieser Kamera zu filmen, weil die so viel geiler ist. Die hat so eine geile Qualität. Wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg in die Stadt. Fabian und ich haben uns eine Liste gemacht, wo wir aufschreiben, wenn wir in Restaurants vorbeigehen, die wir unbedingt mal testen wollen. Und heute, weil wir gehen immer zu den gleichen, und heute haben wir uns überlegt, wo können wir hingehen? Und dann habe ich auf meine Liste geguckt und es war... Warum hast du gerade Daumen hoch? Weil der Otto überholt hat, für nix. Achso. Fabio macht Stress auf the street. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Chakazulu, das ist ein afrikanisches Restaurant.
Und ja, wir sind sehr gespannt. Huch. Weil ja, wir sind heute Abend nämlich eh in der Stadt auf einen Geburtstag eingeladen. Und dann dachten wir, sind wir direkt da und es ist optimal. Das Wetter ist beautiful today. Man kann aber im T-Shirt rausgehen, das ist richtig schön. Und ja, we're enjoying the sun. Na, weißt du, dich anders? Es gibt so ein Tier, der macht das gleiche Geräusch, wenn du das machst. Der macht auch... Leute, ich kann nicht mehr. Ihr kennt doch diesen Trend, der gerade so, wo diese Lea Helton mit voll berühmt geworden ist. These roses are flames, a kitchen on fire. Ihr kennt das, wo man dann so nah ist und dann so hihihi. Leute, ich habe das gerade, ich wollte Farbe zeigen, wie schlimm das bei mir aussieht, weil ich so eine große Nase habe und die dann halt noch größer wirkt. Und habe das einfach nur schnell mit so einer Fratze gemacht. Und da war ein Filter drauf. Guck mal bitte, wie schlimm das aussieht. Also warte, das geht ja noch, aber jetzt kommen die Augen. Ah. Alter, voll gruselig. Face of day and then on fire. Warte. Nee, du musst. Du musst halt so machen. Ja, okay, ich muss auch noch fahren, ne? And then kitchen on fire. Tschüss. Ist gerade am Grill. Wir sind bei Chaka Zulu. Es ist ultra voll hier, es sieht aber richtig schön hier aus. Und man kann hier so Menüs nehmen und als Vorspeise gibt es Brot. Stoß an! Wir haben jetzt das Small Menü und da konnte man sich drei Sachen aussuchen. Das sind jetzt diese kleine Toppers. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Das Hähnchen ist schon mal sehr lecker. Das ist spicy, ne? Was? Das habe ich noch nicht probiert. Es gibt so Maispüree, das ist so irgendwie aus Kartoffelpüree. Auch lecker. Das hast du schon probiert? Echt sehr gut. That's my look on a Sunday. So laufe ich immer rum wie eine 10-Jährige. wir waren ja gestern noch in einem Restaurant essen. Ich habe euch gar nicht gesagt, wie wir es letztendlich jetzt fanden. Also auf jeden Fall, wir fanden es sehr lecker. Wir haben erst bis jetzt einmal afrikanisch gegessen, so ein Burger, der war auch gut. Aber das war, glaube ich, jetzt so ein bisschen typisch afrikanisch. Und die würzen das Essen so lecker, also es war voll mein Geschmack. Vor allem, ich habe auch beide gesagt, wir würden da, glaube ich, jetzt kein zweites Mal hingehen, außer wir haben jetzt speziell Lust auf diese Gerichte, die wir hatten. Weil man konnte halt so Menüs nehmen, man konnte es staffeln, ob man jetzt doll Hunger hat oder wenig. Weil es gab so, ich sag mal, wie so Tapas, es kam in so Schälchen. Es gab irgendwie 10 verschiedene. Wenn man das Menü für großen Hunger nimmt, kann man pro Person zum Beispiel 7 Tapas nehmen. Ich nenne das jetzt Tapas, weil das wie so Tapas ist. Und wir hatten halt das für den kleinen Hunger, dann hat jeder 3 sich aussuchen können. Aber ansonsten gab es halt nichts. Deswegen, man muss schon speziell. Wissen wir nicht, wir haben die ganze Karte jetzt vielleicht nicht gesehen. Doch, das war die ganze Karte. Also. Danach waren nur noch Getränke. Das habe ich ja geguckt. Also man könnte halt nochmal hingehen, wenn man jetzt mehr Hunger hat und noch die anderen Tapas ausprobieren. Was wir ausprobieren, fand ich es auf jeden Fall sehr lecker. Fabio auch. Besonders das Hähnchen hat uns sehr gut geschmeckt. Und ja, das ist unser Feedback zu gestern. Wir waren dann auch auf den Geburtstag eingeladen und waren erst um 2 oder so zu Hause und dann mit Abschminken fertig machen und allem erst um 3, 4 oder so schlafen. Deswegen haben wir heute richtig schön ausgeschlafen und gerade beide unsere Videos geschnitten. Und ja, das ist unser Sunday bis jetzt und wir werden heute nicht mehr so viel machen. Ich wollte euch noch kurz mit der Kamera das Wohnzimmer zeigen. Ich hatte das letztes Mal ja mit der GoPro gezeigt. Und so sieht es nochmal nicht in Weitwinkel, sondern im normalen Format. Ich habe auch richtig viele Komplimente auf Instagram bekommen. Ich finde es auch so schön. Und dieser Blumenstrauß, der ist jetzt schon 2 Wochen alt. Von meinen Eltern haben wir den ja bekommen. Und das ist jetzt ein richtiger Trockenblumenstrauß. Der sieht immer noch so schön aus. Ja, also ich finde, das matcht alles voll. Wie gesagt, da wollen wir noch ein Bild hinhängen. Das sieht mal ein bisschen leer aus, aber ich lieb's. Da wird übrigens die leckersten Zimtschnecken auf der Welt gemacht. Hier ist das Frosting noch drin. Bringt das jetzt seiner Mama mit, weil wir haben schon ganz viele gemampft. Leute, ihr müsst sie nachmachen. Deswegen checkt es mal auf TikTok ab. Sind ultra juicy. Also er hat die gestern gemacht. Und ich bin immer noch. Also als Tipp tut ihr einfach die Mikrowelle. Dann werden die wieder saftig. Und wenn ihr das Frosting drüber tut... Ich habe mir jetzt mal durchgelesen, wie man die Pflanze hier gut pflegt, weil
Also ich habe wirklich keinen grünen Daumen, aber das kann man ja auch alles lernen. Und ja, wie oft man gießen muss und so, weil bei mir sind immer bis jetzt alle Pflanzen verkackt, aber... Ciao YouTube-Fam! Ciao! Wie sehen meine Haare aus? Katastrophe, ne? Ich sollte niemals Friseur werden. Ja. Yeah. Ich gehe hier zu meiner Mutter. Viele Grüße. Ja. Ja, aber die habe ich mir jetzt vorgenommen zu pflegen, weil die kann ja auch richtig groß werden. Und ich schenke ihr ganz viel Liebe. Leute, übrigens, ich weiß nicht, ob ich auf YouTube euch auch schon mal erzählt. Ich habe ja immer zu unserem Jahrestag diese Fotoalben hier gemacht. Ich mache die immer über mein Poster. Von jedem Jahr, das war vom ersten Jahr, wo wir zusammen waren. Das hier vom zweiten und das vom dritten. Und letztes Jahr, das habe ich noch nicht gemacht. Und dieses Jahr zum Jahrestag auch nicht. Wir sind ja schon 5 Jahre zusammen, deswegen da fehlen noch 2. Aber das letzte, was ich gemacht habe, das hat so lange gedauert, weil wir mittlerweile so viele Fotos machen, auch seitdem wir so Instagram und so machen. Das ist einfach immer extrem lange dauert. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das aber langsam anzugehen, weil ich weiß, wenn jetzt wieder ein Jahr vergeht und ich 3 Alben nachholen muss, werde ich das nicht mehr machen. Deswegen, ja, habe ich mir vorgenommen, das jetzt langsam anzugehen. Vielleicht mache ich das ja heute schon. Ich chill ja eh relativ heute. Ja, ich würde an dieser Stelle auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich auch noch mal ein bisschen mehr mit euch gequatscht habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich habe euch ganz so lieb, ich drücke euch ganz fest und danke für euren Support. Bis nächste Woche. Bye!